Ah, jetzt kommt Musik. Ich habe mich schon gerade gewundert. Okay, auf jeden Fall erstmal, Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von dem TBP Trivolos Big Pack. Und heute bin ich mal alleine. Hatte ich mal gerade Lust drauf. Ja. Ja, die Felder hier sind schon ganz gut gewachsen. Aber schon ordentlich was geerntet. Also hungern werden wir jetzt nicht mehr. Aber das würde ich gerne noch später noch alles automatisch hinkriegen, aber ja, das werden wir noch hinkriegen. So, starten wir, so wie ich es in der letzten Folge mal versprochen habe, dass wir heute mal ein bisschen mit Technik anfangen. Und ja, ich muss ja gerade so wild rumhauen. Aber vorher sollte ich vielleicht mal das Tor zu machen. Ah, ich muss mal ganz kurz die Musik woanders hinschieben. So, jetzt sehe ich auch, dass sie... Ah, ich mache das noch ein bisschen leiser. Ja, so. Mach ich hier noch die Türen zu. Gehen wir kurz knacken und dann fangen wir mit der Technik an. So. Ich werde mir überlegen, ob wir zuerst heute mit Ender.io anfangen sollten oder Immersive Engineering. Hallo Enderman. Ich werde jetzt so gnadenlos drauf gehen. Nein, nein. Oh, habe ich Skill bewiesen, habe ich Skill bewiesen. Und wir wurden mit einer Perle belohnt. Hier ist Mob Drop, ja. So. Auf jeden Fall. Ender.io wird auf jeden Fall kommen, weil ich darüber so ein Lagersystem bauen wollte. Fand ich, das kann man sehr gut machen. Da muss ich auch sehr viel farmen für, das habe ich schon bemerkt. Ach komm, wir fangen jetzt heute mit Ender.io an. So. Ender.io. Moment. So, Ender.io. Was kann der Mod eigentlich? Die damals schon bei mir das RWT gesehen haben, der Mod ist cool. Ja, damals war er zwar noch nicht so ganz ausgereift, aber jetzt finde ich es jetzt richtig cool geworden, weil Ender.io hat etwas, was meiner, soweit ich weiß, kein anderer Mod hat. Hier diese Conduits, diese Energieleitungen, Item- und Flüssigkeitenleitungen, mittlerweile auch Gas für Mechanismen. Kann man ungelogen alle in einen Block platzieren. Also du hast dann wirklich vier Kabel in einen Block. Und das finde ich halt einfach so ungemein beruhigend, würde ich es nicht nennen, aber entspannter zu wissen, dass alle Blöcke an einem Ort sind und dann du die nur verkleiden musst und nicht hier so einen gigantischen Kabelkanal bauen musst. So. 3, 4, 5, 6, ja, das war's. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Und zwar brauchen wir jetzt mal einen Generator und dann würde ich den Sturdy Generator bauen. Hier brauchen wir dafür den Ofen, Basic Gears, Piston und Stone Bricks. Stone würde ich mal sogar behaupten, haben wir noch genug. So, wir brauchen mindestens 8 davon. In der Zwischenzeit kann ich schon mal den Ofen craften. Und wir brauchen jetzt mal Basic Gears. Das sind einfach... Ich glaube, da reicht mal ein Holzstück. Ja, das müsste reichen. Hier so 2 Sticks überall hin. Also 4 Sticks. Und dann hier überall noch 2 Kobbel. Und wir haben schon mal die 2 Basic Gears. Wir können dann noch gerade einen Piston craften. Und dafür brauche ich dann nochmal... Ich muss mal ganz kurz muten. So, da bin ich wieder. Na, das war so laut. So hatte ich es. So, da bin ich wieder. Entschuldigung. Ja, gerade ist Pollenzeit und... Kann ich jetzt eigentlich hier den Trick verwenden? Ja, lol. Raus mit euch. Raus. Nein, nein. Ein Eisen rein. Ich wusste es. Ist ja genial. Gut, wo waren wir jetzt dran? Ich hab schon wieder vergessen.
Ah ja, erstmal Entschuldigung, dass ich mich gerade muten musste. Gerade ist ja hier für die Pollenzeit unterwegs und ich habe momentan ein Lies entfallen am anderen. Also es könnte nochmal öfter passieren, dass ich mich muten müsste. So, ist das Eisen durch? Jawohl, ja. Dann machen wir es noch hier vier Köbelstöns. Ohne Ohren. Eine Redstone und drei. Da vorne haben wir am Pisten. Und da haben wir es gerade. Ich muss mich muten. So, da bin ich wieder. Entschuldigung. Ofen dahin. Die Basic Gears. Und das. Wunderbar. So. Was ich gerade sagen wollte. Und so. Damit haben wir den Stirling Generator fertig. Gut. Was macht der Stirling Generator? Wenn wir jetzt mal hier Shift drücken, burn Sonic Fuel to generate power. Macht Energie. Boah. Entschuldigung, der kam zu schnell. Ich putze mal ganz schnell die Nase. Ich habe keinen Bock, so verstopft gerade die ganze Aufnahme zu machen. Einen kleinen Moment. So, jetzt bin ich wieder da. Ich mache mal bei mir das Fenster zu, dass ich nicht so viel reinkomme. So. Also, was haben wir in den 6 Minuten geschafft? Ich habe genießt, ich habe mich gemutet, Den Stirling Generator wollte ich schon erstmal hier so reinknacken. Und da können wir schon direkt ein bisschen was produzieren. Und so. Energie. Kriegen wir 16.000 F aus. So. Was dann wollen wir noch machen? Auf jeden Fall wollen wir eine Sackmill bekommen. Was kann die Sackmill? Die Sackmill grinds awesome other items. Also, um es kurz zu machen. Wir hauen ein Erz ein und kriegen 2 raus plus Bonusmaterial manchmal. Ja, weiß ein bisschen krasser einfach. Dafür brauchen wir. Wir brauchen eine Machine Chases. Das waren. Wir brauchen gerade mindestens 10 und dann nochmal 4. Ja. Das sollte dann reichen. Also wir haben dann gute drin. Ich weiß nicht, auf mich kann das auch noch machen werden. Ich hatte gerade gedacht, dass diese Marvel-Pillar ein Skelett war. Und ja, ich habe den Zombie schon gesehen. Natürlich ein Baby-Zombie. So, Slime hat es mal bestimmt mal gebrauchen, keine Ahnung wofür, aber wir werden sie bestimmt gebrauchen können. Hier wollte ich auf jeden Fall nochmal schauen, dass ich so ein bisschen Wasser reinfließen lasse. Das sieht ja so gut aus. Oh, das kann man schlecht machen. Ja, dann müsste ich das da zumachen. Ja, jetzt gehen wir schnell. 1, 2. Boah, ich finde diese Paperwall-Tür voll geil. Gut, das Slime ist schon noch hier rein. Und das. Das hier rein. Und da. Zu
Hufeisen sind schon fertig. Was wir jetzt brauchen ist einmal. Ja, so nicht. Diese Iron Bars. Wir brauchen noch ein Kupfer und ein Gold. Das hab ich voll verpeilt. Da warten wir ganz kurz, bis das fertig ist. Warum wir das brauchen, werdet ihr gleich sehen. Und zwar brauchen wir nämlich noch einen sogenannten Basic Capacitor. Also mir geht vielleicht auch schon den Experience Obelisk machen. Weil wir Erfahrung brauchen werden. Das ist gut. Ja. Schade. Ja, machen wir natürlich ein bisschen Erzverarbeitung. So. Wir brauchen jetzt erstmal aus dem Goldbarren brauchen wir Gold. So angeordnet mit Kupfer da rein und oben rein. Redstone und wir haben einen Basic Capacitor. So, der kommt in die Mitte und dann nehmen wir so die Angebars. So die Memory Ingots und natürlich falsch rum. Das muss nämlich alles so hin. So, und wir haben den Machine Shield. Gut, für die Segment brauchen wir dann nur noch Pisten und oben rein. So, Hammer Flint. Hammer Flint. Ist das Rezept schon das Rezept feststellen? Ja, kann man. Flop. Sind ziemlich viel Gravel durch den Hausbau hier gekommen. Okay. Sobald ich mal meine Musik-Playlist rauswissen. Also manche Musik geht mir dann wirklich auf die Eier, bin ich ehrlich. Okay. Das. So. Und das. Und wir haben eine Stagmill. Gut. Hier haben wir schön viel Energie drin. Das Schöne ist, wir können es erstmal so machen. Das ist mal so nebeneinander anschließen und schon wird das hier mit Strom aufgeladen. So, da NIO meiner Meinung nach ziemlich eisenlastig ist, haben wir jetzt allererstes Eisen rein. So, was wir aber noch machen können, das ist ein kleiner Trick. Da finde ich mal gar nicht mit 36 Gravel. Holen wir uns hier Flint raus. Wir können Flint hier rein tun. Und wir haben dann eine Main Output von 120, eine Bonus Output von 125% und einen Power Drift Reduction von 15%. Jetzt kommt hier. Haben wir gerade wirklich 4 Eigenlast bekommen oder war ich gerade blöd? Das würde mich mal gerade interessieren. Also der nutzt sich dann noch ab hier, der Flint. Ganz langsam. Das kann man auch mit Dark Steel Bolts dann machen. Das zeige ich mal gerade, wenn ich es nicht finde. Da ist er so schon. Ich habe das 5 gemacht. Dann Bonus auf 200% und Power Reduction von 30%. Main Output von 150%. Das ist momentan leider der einzigste Mining Ball. Aber naja. Ah, okay, nevermind. Was wir mal machen könnten, wir könnten uns direkt noch die nächste Maschine craften. Und zwar den Alloy Smelter. War das hier oder war das auf dem anderen Server? Ne, das war auf dem X-Men Server. Verdammt. Okay, wie viel Eis brauchen wir hier? 4, 7, 11, 15 brauchen wir. Dann brauchen wir hier 3 Öffnen. Und hier das rein. So. Jetzt Kobelton. 3 von Natze und wir brauchen einen Basic Capacitor. Ja,
ist das gleich durch? Ich würde auch gerne mal später schon, wie der Combustion Generator so generell ist. Weil ich würde gerne mal hier mit diesem Hut arbeiten, ob man das müsste man eigentlich automatisieren können. Weizen, Dreckmaus. Oh geil, die Poisonous Potato. Ach, ja, muss man machen. Aus Hut kann man dann Rocket Fuel oder Firewater machen. Mit Bienen werde ich dieses Mal wahrscheinlich auch mal was mehr arbeiten. Also ich werde mich mal wirklich in diesem Modpack auslasten. So, und das R sollte ich jetzt einfach nur reinschmeißen, weil Kupfer würde ich behaupten, haben wir genug. Komm, aber jetzt mal wenigstens etwas vorangeht. Ja, jetzt kann man noch Modpack-Update. Ist jetzt eigentlich schon der neue Mod drin? Ja, ist es drin. Dann machen wir gleich mal hier so einen Bookbein. Aber zuerst will ich hier schnell das fertig haben. Weil der Bookbeiner könnte sich als hilfreich erweisen. Hast du Opa, ich glaube an dich. Ich glaube, einen Travel Anchor können wir hier auch arbeiten. Hallo, ist voll. Jetzt schmeiße ich das mit dem Trainer hier rein. Also die Pulverisierten. Das kann man nicht so alles Feines aus. Warte mal, ich muss noch so ein Rezept nachschauen. Mach jetzt mal hier den Erlösmelder fertig. Fertig gecraftet. Den packen wir einfach mal hier an. Oh, und wir brauchen neue Kohle. So. Jetzt habe ich schon das Problem, wir haben zu wenig Strom. Verdammt. Du, mach mal. Komm, wir brennen wenigstens mal durch hier, was geht. Weil Eisen werden wir ziemlich viel brauchen. Das Schöne ist am Erleuchtspalter, der verbrennt sofort drei Items auf einmal. Also 63 waren drin, drei sind gerade am Schmelzen und wir kriegen drei Ingots. Hier kann man leider die Power Reduction irgendwie nicht bekämpfen. Aber es gibt drei Modi, den Furnace Mode, also den Allsmelting Mode, oder Levels Alloys Only und Furnace Only. Hier ist aber ein Allsmelting, wenn wir dann Strom. Ja, das ist ein bisschen problematisch. Wir machen jetzt hier noch den Bookbinder fertig, das war glaube ich nur was? Also Big Writing Book, keine Ahnung wo das ist. Field Kit. Ja, ja. Briefhaken. Map. Die
Filter. Ah, hier, Bookbinder, genau. Sondern einfach nur zwei Strings und zwei Paper. Haben wir gerade so. Bookbinder. So, wo haben wir die ganzen? Geil, und das geht noch nicht mal rein. Sehr schön. Geil gemacht. So, das Eisen schmeißen. Ist okay. Schmeißen wir mal hier rein. Dann das mal da rein. So, ich würde sagen. Ich glaube, das reicht jetzt auch schon für eine Folge. Ich würde sagen, welche Folge gefallen hat, Daumen nach oben, wenn nicht. Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Schaut auch beim Streetigger, beim Trevo, bei dem wird das ganze gestreamt vorbei. Ja, auf Wiedersehen beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.